Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videoanleitung von mir. Heute möchte ich mit euch zusammen eine Kreisweste häkeln. Für diese Kreisweste verwende ich hier an dieser Stelle einen vierfädrigen Bobbel von 1000 Laufmeter für meine Größe 36-38. Ihr könnt diese Weste an jede x-beliebige Größe anpassen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch dann an gegebener Stelle. Für jede weitere Doppelgröße solltet ihr weitere 200 Laufmeter einkalkulieren. Also das ist ganz wichtig, dass ihr dann eben auch genügend Wolle vorhanden habt und dass der Bobbel halt eben auch ausreicht. Ich habe hier für mich den allerneuesten Bobbel gewählt aus meinem Shop, den ich selber gewickelt habe. Das ist der Bobbel Romeo und Julia. Diesen, aber auch ganz, ganz viele weitere Bobbel in unterschiedlichen Lauflängen findet ihr in meinem Online-Shop. Den Link dafür, den findet ihr in der Infobox direkt unter diesem Video. Da könnt ihr mal reinschauen, ein bisschen Shopping oder Schaufensterbummel machen. Vielleicht findet ihr ja auch dort den richtigen Bobbel für euch und für diese Kreisweste zum Nacharbeiten. Ich verwende die Häkelnadel der Stärke 4,0. Des Weiteren benötigt ihr eine Schere und eine Wollnadel. Und wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefällt, würde ich mich selber gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, falls nicht schon längst geschehen. Dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten sofort losstarten. Und sollte mal nach einer Anleitung von mir, egal ob eine Videoanleitung oder eine schriftliche Anleitung, die ich ja auch mache, mal etwas unklar sein, oder ihr hättet noch Fragen oder braucht noch ein bisschen Hilfe und Unterstützung, dann findet ihr diese in jedem Fall in meiner Facebook-Gruppe. Auch diesen Link findet ihr unter dem Video in der Infobox. Wir helfen uns da alle gegenseitig untereinander, falls mal etwas unklar sein sollte oder noch Fragen vorhanden sind. Des Weiteren bin ich natürlich auch auf Instagram zu finden. Dort könnt ihr auch Fotos eurer fertigen Werke hochladen, genauso natürlich auch in meiner Facebook-Gruppe. Und auf Instagram kann ich euch dann auch in meiner Story verlinken. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß. Lasst uns keine weitere Zeit vertun. Es geht los. Zu Beginn nehmt ihr eine Masche auf die Nadel auf. Und dann häkelt ihr insgesamt 4 Luftmaschen. Stecht dann in die erste hier am Anfang wieder ein und schließt das Ganze mit einer Kettmasche zur Runde. So, Runde 1 wird begonnen mit 3 Steigeluftmaschen. Diese 3 Steigeluftmaschen sind immer als Ersatz für das erste Stäbchen. Und in diese Runde häkelt ihr dann insgesamt 11 Stäbchen, sodass ihr mit den 3 Luftmaschen vom Anfang am Ende dann 12 Stäbchen zusammen habt. Wenn ihr vorne wieder angekommen seid, stecht ihr in die obere Luftmasche vom Anfang und häkelt eine Kettmasche, um das Ganze zur Runde zu schließen. Runde 2 wird auch wieder mit 3 Steigeluftmaschen begonnen als Ersatz für das erste Stäbchen. Jede Runde wird immer mit 3 Steigeluftmaschen begonnen und in Runde 2 werden alle Maschen verdoppelt. Das bedeutet, dass wir in jede Masche 2 Stäbchen häkeln. So auch hier gleich zu Anfang. Da stechen wir hier unten vorne nochmal wieder ein. Um das nächste Stäbchen zu häkeln, damit 2 Stäbchen aus einer Masche kommen quasi und dann in die nächste Masche gehen
und dort zwei Stäbchen hineinhäkeln und in die darauffolgenden selbstverständlich auch. Am Ende müssten wir dann 24 Stäbchen haben, inklusive der drei Steigeluftmaschen vom Anfang. Ich arbeite das jetzt entsprechend vor und wenn ich gleich soweit bin, zeige ich euch im nächsten Schritt, wie es weitergeht. Wenn ihr dann am Anfang wieder angekommen seid, wie immer, oder wie wir das in jeder Runde machen werden, in die dritte Luftmasche von oben, die oberste Luftmasche einstechen. So. Und eine Kettmasche häkeln, um das Ganze zur Runde zu schließen. Runde 3 beginnen wir dann mit dem eigentlichen Muster. Wir häkeln zuerst drei Steigeluftmaschen, benötigen dann aber noch zwei weitere. Fortan wird jede Runde immer mit drei Steigeluftmaschen plus zwei weitere, also insgesamt 5 Luftmaschen begonnen. In Runde 3 überspringen wir die nächste Masche und gehen in die übernächste und häkeln ein Stäbchen. Dann zwei Luftmaschen, hier unten die nächste überspringen, in die übernächste einstechen und ein Stäbchen häkeln. Zwei Luftmaschen, hier unten die nächste überspringen, in die übernächste einstechen und ein Stäbchen häkeln. Und das machen wir jetzt die ganze Runde lang so, bis wir wieder vorne angekommen sind. Wenn ihr dann einmal rum seid und die letzten zwei Luftmaschen gehäkelt habt, geht ihr zum Anfang und ihr stecht natürlich jetzt nicht in die letzte Luftmasche ein, sondern ihr zählt drei ab. 1, 2, 3 und in die dritte stecht ihr ein und häkelt dann die Kettmasche, um die Runde zu schließen. Das ist wichtig, weil sonst habt ihr hier diesen Luftmaschenraum, diesen Leerraum nicht, wenn ihr hier in die letzte Luftmasche eingestochen hättet. So, begonnen wird die nächste Runde, die Runde 4, auch wieder mit drei Steigeluftmaschen plus zwei weitere. Und in jedes Stäbchen häkeln wir jetzt zwei Stäbchen und dazwischen auch wieder zwei Luftmaschen. Also zwei Stäbchen in das Stäbchen der Vorrunde. Und dann wieder zwei Luftmaschen, die komplette Runde lang. Wenn ihr dann vorne angekommen seid, die letzten zwei Luftmaschen gehäkelt habt, stecht ihr nochmal vorne in die gleiche Masche ein, wo diese Luftmaschen am Anfang rausgekommen sind, häkelt nochmal ein Stäbchen. Dann zählt ihr wieder drei Luftmaschen ab und stecht in die dritte ein und häkelt eine Kettmasche, um das Ganze zu schließen zu einer Runde. So, das war Runde 4. So sieht das Ganze dann aus. Und Runde 5 wird begonnen auch wieder mit drei Steigeluftmaschen plus zwei weitere. Und jetzt ist es so, dass wir immer in das erste Stäbchen von diesen Grüppchen zwei häkeln. Also das erste Stäbchen wird immer verdoppelt. Und das ist ab sofort in jeder Runde gleich. Alle nachfolgenden Stäbchen, da kommt dann immer nur ein Stäbchen rein. Dann zwei Luftmaschen und in das erste Stäbchen der neuen Gruppe kommen zwei Stäbchen. In die nachfolgenden Stäbchen, also hier ist nur eins, aber in jeder weiteren Runde kommen weitere dazu, kommt dann nur ein Stäbchen. Dann wieder zwei Luftmaschen und immer die erste Masche der neuen Stäbchengruppe wird verdoppelt mit zwei Stäbchen. Und danach 1.
zwei Luftmaschen und so geht das dann die ganze Runde weiter. Und auf diese Art und Weise werden dann die Zunahmen gehäkelt, die wir für die Kreisweste in jeder Runde benötigen. Und so wird das Ganze dann immer größer und kann dadurch an jede x-beliebige Größe angepasst werden. Weil das natürlich in jeder weiteren Runde mitwächst, durch die ganzen einzelnen Zunahmen, die wir dann dadurch häkeln. Und es kommt dann lediglich darauf an, an welcher Stelle wir die Armausschnitte häkeln. Dazu sage ich dann was, wenn ich an der Stelle angekommen bin, wie das dann jeder an seine Größe anpassen kann und worauf man dann achten muss. So, ich bin jetzt hier an der letzten Masche angekommen und muss hier noch zwei Stäbchen reinhäkeln. Also so wird dann immer jede Runde ab sofort beendet, dass an diese erste Stäbchen, dass in die erste Masche der letzten Stäbchengruppe dann nochmal eine doppelt gehäkelt wird, eine Zunahme gehäkelt wird und danach in die folgenden Maschen jeweils immer noch ein Stäbchen. Und dann wird immer abgezählt 1, 2, 3 bei den Luftmaschen einstechen und eine Kettmasche häkeln. Also so wird es ab sofort immer gehäkelt. Wir beginnen mit 5 Luftmaschen, dann immer in das erste Stäbchen in der Gruppe eine Zunahme häkeln, das heißt 2 Stäbchen in 1 und danach in jedes Stäbchen der Vorrunde immer ein Stäbchen. Dazwischen kommen immer die 2 Luftmaschen. Und jedes Mal, wenn wir dann hier am Ende angekommen sind, wird zum Schluss hier nochmal 2 Stäbchen in das erste Stäbchen dieser Gruppe gehäkelt, danach normal Stäbchen bis zum Ende und mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche hier am Anfang die Runde geschlossen. Und auf diese Art und Weise, ja wie gesagt, erweitert sich das in jeder weiteren Runde. Ich häkel jetzt erstmal entsprechend weiter, bis ich bei den Armausschnitten angekommen bin. Und dann erkläre ich euch das ganz genau, wie das alles funktioniert, worauf ihr achten müsst, damit ihr das dann bei euch für eure jeweilige Größe dann auch anpassen könnt. So, ich habe jetzt hier entsprechend vorgearbeitet. Insgesamt habe ich nun für meine Größe 36, 38, 23 Runden fertig gehäkelt und habe angefangen, das abzumessen. Und zwar habe ich mir hierfür einen Kapuzenpulli bzw. eine Kapuzenjacke von mir genommen, um die Armausschnitte abzustecken. Das kann ich euch auch anraten, das auch so zu machen, mit jeweils für beide Seiten 2 Sicherheitsnadeln. Ihr könnt natürlich auch Stecknadeln nehmen oder Maschenmarkierer. Ich habe es immer so gemacht, dass ich ein Stäbchenfeld für einen Armausschnitt genommen habe. Also wie gesagt, für meine Größe 36, 38 reicht das vollkommen aus. Ich habe einen Armausschnitt, also aus einem Feld genommen, dann 3 Felder Platz dazwischen und dann hier bei dem anderen den nächsten Armausschnitt abgesteckt. Und zwar die kompletten Stäbchen. Ich habe insgesamt 21 Stäbchen, die ich erstmal nur abgesteckt habe. Ich erkläre euch gleich dazu, wie es weitergeht. Für jede weitere Doppelgröße rate ich dazu an, ungefähr 4 weitere Runden zu häkeln. Das muss ja dann alles genau auf eure Rückenposition auch abgemessen sein. Aber bevor ihr
nach weiteren 4 Runden oder 8 Runden oder 12 Runden, je nachdem, ihr dann einfach beliebig die Armausschnitte absteckt, haltet es lieber erst einmal an, nehmt euch ein Beispielpullover oder eine Kapuzenjacke oder was auch immer und steckt erstmal ab, ob das auch so passt. Das ist nämlich ganz wichtig, dass das nämlich genau an den entsprechenden Stellen eben abgesteckt ist mit den Sicherheitsnadeln oder Maschenmarkierer, dass es auch wirklich passt. Es ist ein bisschen dehnbar natürlich, aber es sollte dann natürlich nicht so extrem überdehnt sein, dass ihr nachher aussieht wie eine Presswurst, falls es zu eng wird. Und das sollte es ja nicht sein. Es sollte ja genau passend sein und dass es dann eben auch entsprechend gut aussieht. Und man sieht, wie viel Liebe ihr in dieses Projekt reingesteckt habt. Also wie gesagt, ich habe es jetzt erstmal abgesteckt und ich erkläre euch jetzt im nächsten Schritt, wie es weitergeht. Wie bereits erwähnt, habe ich die Runde 24 bereits begonnen und habe mich entsprechend zu der Stelle vorgearbeitet, wo die erste Markierung für den ersten Armausschnitt ist. Ich habe so gemacht, dass der Anfang dieser Runde auf der Unterseite ist von der Kreisweste, also dass das nach unten hin verläuft. Und dann habe ich einmal zu einem Drittel hier rumgehäkelt und bin jetzt bei dem Armausschnitt gelandet. Also am besten ist, dass man den Armausschnitt nicht direkt am Anfang macht, weil man sonst nachher mit dem Zählen der Luftmaschen durcheinander kommen könnte. Geübte Häklerinnen würden damit vielleicht weniger das Problem haben, aber gerade eben auch Häklerinnen, die noch nicht so viel Übung haben oder halt eben auch schnell mal mit dem Zählen durcheinander kommen könnten, da ist das nicht so gut. Wir beginnen. Also der Armausschnitt wird mit Luftmaschen gehäkelt und wir beginnen natürlich erstmal dann mit 2 Luftmaschen, weil wir hier diese 2 Luftmaschen für diesen Raum häkeln müssen. Dann müssen wir daran denken, dass ja immer hier in dem ersten Stäbchen die Zunahme gehäkelt wird. Also müssen wir hierfür 2 weitere Luftmaschen häkeln. Insgesamt solltet ihr vorweg mal diese Stäbchen abgezählt haben. Ich hatte im Vorfeld hier 21 Stäbchen. Das heißt, die Zunahme habe ich ja gerade gehäkelt mit 2. Jetzt fehlen mir noch 20 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jetzt bin ich an dieser Stelle, wo das letzte Stäbchen wäre. Brauche ich natürlich noch 2 weitere Luftmaschen, um diese Lücke hier auch auszufüllen. Noch 2 weitere Luftmaschen. 1, 2. Und dann können wir hier sofort bei dem nächsten Stäbchen, in der nächsten Stäbchengruppe, in dem Feld weitermachen, indem wir einfach ganz normal weiter häkeln. Zuerst ein Stäbchen, dann die Zunahme, also das zweite Stäbchen auch gleich in die Masche rein und einfach ganz normal weiter häkeln. Als wäre rein theoretisch gar nichts passiert. Die nächsten, also diese 3 Felder, die häkeln wir jetzt ganz normal. Und dann kommen wir zu dem nächsten Armausschnitt, den wir dann auch exakt genauso häkeln, wie ich es eben erklärt habe. Ich wiederhole das gleich nochmal, falls es jemandem zu schnell ging. Also, für den Armausschnitt. Erstmal vorweg, dieses Stäbchenfeld zählen. Wie viele Maschen habe ich hier insgesamt? Dann beginne ich mit diesen 2 Luftmaschen, die ich hier ja sowieso gehäkelt hätte. Ich muss einkalkulieren, dass hier eine Zunahme in jeder Runde stattfindet. Das heißt, statt einer Luftmasche häkel ich dafür schon 2 und dann die restlichen Maschen alles in Luftmaschen häkeln und dann am Ende kommen hier noch plus 2 weitere, weil hier ja sowieso auch Luftmaschen gehäkelt worden wären und dann häkeln wir ganz normal in Stäbchen weiter, ganz normal so, wie wir es bislang auch getan haben und genauso, wie gesagt, wird dann auch der 2. Armausschnitt gehäkelt. Und dann zeige ich euch gleich, wie es hier dann an dieser Stelle weitergeht, in der nächsten Runde. So, ich bin jetzt wieder an der Stelle angekommen, wo der 1. Armausschnitt gehäkelt wurde. Und ich wollte euch ja jetzt erklären, wie es hier an dieser Stelle weitergeht.
Im Vorfeld hatte ich ja abgezählt und hatte hier für meine Größe 21 Stäbchen gehabt in der Vorrunde. Durch die Zunahme sind es dann 22 geworden. Das heißt, ich beginne jetzt erst einmal mit zwei Luftmaschen, damit das hier wieder parallel weiterläuft. Mit diesen zwei Luftmaschen überspringe hier unten auch die zwei und häkel dann hier die Zunahme gleich, das heißt zwei Stäbchen in eine Luftmasche. Und müsste dann insgesamt 23 Stäbchen häkeln. Also die zwei habe ich schon. Jetzt noch 21 weitere Stäbchen. Und nicht um die Luftmaschen herum, wie wir es sonst öfter machen bei diversen Mustern, sondern direkt in die Luftmaschen hineinstechen. Ich häkel jetzt entsprechend vor. Also es müssen dann natürlich die gleiche Anzahl an Stäbchen sein wie bei den anderen Feldern auch. Und ja, wie gesagt, ich häkel jetzt entsprechend vor die genaue Stäbchenanzahl inklusive dieser Zunahme und dann zeige ich euch gleich im nächsten Schritt, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt alle entsprechenden Stäbchen gehäkelt. Häkel dann zwei Luftmaschen. Um hier auch wieder diese zwei Luftmaschenlücke entstehen zu lassen, gehe in das nächste Stäbchen und häkel da gleich die Zunahme. Das heißt also zwei Stäbchen in eine Masche häkeln. Und dann geht es ganz genauso weiter wie vorher auch. In jedes Stäbchen ein Stäbchen und dann die zwei Luftmaschen über die zwei Luftmaschen in der bisherigen Runde. Immer an der gleichen Stelle. Und der andere Armausschnitt wird dann natürlich genauso gehäkelt mit der Stäbchenanzahl. Immer darauf achten, dass wir nach den zwei Luftmaschen gleich mit der Zunahme beginnen, also zwei Stäbchen in eine Masche und dann die gleiche Stäbchenanzahl häkeln wie in diesem Stäbchenfeld davor. Und dann wieder zwei Luftmaschen und dann geht es genauso weiter. Und danach wird jede Runde ganz genauso weiter gehäkelt wie jede andere davor auch. Da gibt es dann erstmal keinen weiteren Unterschied mehr. Und dann zeige ich euch, also ich häkel jetzt wieder entsprechend vor und dann zeige ich euch gleich im Anschluss, wie es weitergeht. Wenn ihr dann soweit gehäkelt habt, dass ihr seht, dass ihr keine weitere Runde mehr mit dem verbleibenden Garn mehr schafft, dann geht es ums Abmaschen und die Arbeit zu beenden. Ich habe schon mal hier den Faden abgeschnitten und häkel dann zum Abschluss nochmal eine Luftmasche und ziehe den Faden vorsichtig durch und fest anziehen. Und dann nehmen wir die Wollnadel wenn es denn so einfach wäre. Auf jeden Fall müssen wir den Faden hier erstmal einfädeln. So. Ich mache dann hier immer einen Doppelknoten, damit der Faden sich auch wirklich nicht mehr lösen kann. Dann drehe ich das Ganze auf die Innenseite, fädel den Faden hier zum Anfang des Stäbchens, wo ich hier unten eingestochen habe mit der Nadel. Und dann fädel ich durch den Anfang mehrerer Stäbchen hindurch. Wo ich unten mit der Nadel eingestochen hatte in der letzten Runde. Dann ziehe ich den Faden durch, aber nicht zu fest anziehen, weil wenn ich das zu fest anziehe, dann kräuselt sich das. Das soll es nicht. Es soll schön locker sein. Es geht darum, den Faden zu vernähen. Und wenn wir den Faden vernähen wollen, müssen wir ihn so ein bisschen hier in die Arbeit einarbeiten, einweben, dass er sich nicht mehr lösen kann beim Tragen, beim Waschen, wie auch immer. Und ich fädel dann so ein paar Mal hin und her,
wenn ich das gemacht habe. So 3 bis 5 Mal hin und her reicht absolut aus. Dann nach dem letzten Mal fädeln kann ich den Faden abschneiden. Das gleiche mache ich dann auch noch mit dem Fadenanfang. Da brauche ich zwar keinen Doppelknoten mehr machen. Das reicht, wenn ich dann in der Mitte, das ist ja diese Runde, die ich begonnen habe, dann so ein bisschen hin und her fädeln. Und wenn ihr das dann auch gemacht habt, dann habt ihr eine neue Arbeit abgeschlossen und habt ein neues Kleidungsstück. Und ich hoffe, es gefällt euch genauso sehr, wie es mir gefällt, hier in meinem Beispiel. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und dass ich euch hoffentlich zu einer wunderschönen neuen Häkelidee inspirieren konnte. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nacharbeiten und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Alles Liebe für euch, eure Romy. Tschüss!